Jeden Morgen bringen Sonja von Aulok und ihr Mann ihre kleine Tochter in die Kindertagesstätte der Universität Konstanz. Hallo, guten Morgen. Die 33-jährige Biologin hat gerade ihre Habilitation abgeschlossen. Probleme, ihre Familie und die wissenschaftliche Karriere unter einen Hut zu bekommen, hat sie hier nicht. Das Wichtigste ist, dass es meiner Tochter gut geht. Und wenn es ihr gut geht, dann kann ich auch in Ruhe arbeiten. Sie hat hier sehr viel Spaß und lernt sehr viele neue Sachen. Und ich bin in 3 Minuten hier, wenn irgendwas ist oder sie krank ist. Bei Knirps und Co. werden 60 Kinder betreut. Die Tagesstätte gibt es bereits seit 10 Jahren, denn die Universität legt großen Wert auf die Unterstützung junger Familien. Wir wollen erreichen, dass Familie und Wissenschaft sich optimal verbinden lassen. Daneben verfolgen wir aber auch die Strategie, die Arbeitsbedingungen und die Einstellungsbedingungen von Frauen zu verbessern. So wollen wir durch aktive Rekrutierung und durch gute Stellenausstattung verstärkt exzellente Wissenschaftlerinnen gewinnen. Nur ein paar Schritte sind es von der Kindertagesstätte bis zu Sonja von Aulocks Labor. Die Biologin beschäftigt sich mit Entzündungskrankheiten in der Lunge. Mit Hilfe von Blutproben charakterisiert sie molekulare Interaktionen zwischen Bakterien oder Pilzen mit dem Immunsystem. Wir interessieren uns hauptsächlich für das menschliche Immunsystem, wie es eindringende Mikroorganismen wie Bakterien und Schimmelpilze erkennen kann, wie es darauf reagiert und anschließend auch andere Zellen des menschlichen Körpers in diese Abwehrreaktion einbindet. Und es gibt verschiedene Erkrankungen, wo dieses System unterbrochen ist. Und wenn wir es aber besser verstehen, dann können wir auch da besser eingreifen. Sonja von Aulok gehört zum Zukunftskolleg der Universität Konstanz, genau wie Malte Drescher. Die jungen Wissenschaftler bekommen hier die Möglichkeit, eigene Forschungsprojekte zu verfolgen und Nachwuchsgruppen aufzubauen. Malte Drescher leitet eine solche Gruppe. Der promovierte Physiker untersucht am Fachbereich Chemie mit Hilfe der Elektronenspin-Resonanzspektroskopie die Struktur von biologischen Makromolekülen. Dazu gehört auch ein spezielles Protein, das in die Entstehung der Parkinson'schen Krankheit involviert ist. Am Zukunftskolleg hat er ideale Bedingungen für seine Forschung. Ich denke, unsere Gruppe zeigt sehr gut, wie interdisziplinär gearbeitet werden kann. Wir entwickeln physikalisch neue Methoden, um chemisch modifizierte Bio-Makromoleküle zu untersuchen. Und da ist es natürlich sehr interessant, in diesem Zukunftskolleg auf Vertreter anderer Disziplinen zukommen zu können, Kontakt aufbauen zu können. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist natürlich die finanzielle Förderung, die durch das Zukunftskolleg möglich ist. Eine der Besonderheiten des Konstanzer Zukunftskollegs ist es, dass hier Natur- und Geisteswissenschaften vereint sind. An der Umsetzung dieses Vorhabens ist Gerhard von Grevenitz maßgeblich beteiligt. Das Besondere, glaube ich, was mit der Kreativität zum Ausdruck kommt, dass wir allen unseren Forscherinnen und Forschern Freiraum für Inspiration und für neue Ideen geben wollen und sie möglichst von dem befreien, was sie daran hindert. Die Linguistin Chiara Giannollo hat in Italien promoviert, bevor sie an das Zukunftskolleg gekommen ist. Die 31-Jährige untersucht die Geschichte des Genitivs. Sie möchte herausfinden, wie sich der heutige Gebrauch des Genitivs in der Vergangenheit entwickelt hat. In Konstanz hat sie dafür die besten Voraussetzungen. Ich wollte gerne in einer fachübergreifenden und internationalen Atmosphäre arbeiten. Das Zukunftskolleg der Universität Konstanz bietet genau das und meine Erwartungen haben sich wirklich erfüllt. Außerdem habe ich nach Herausforderungen gesucht, die ich hier in meiner Abteilung gefunden habe. Und die Infrastruktur für meine Forschung ist sehr gut. Die Bibliothek hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Das ist sehr hilfreich. Neben jungen Wissenschaftlern werden in Konstanz aber auch fachübergreifende Forschungsprojekte gefördert. Professor Ulrich Rüdiger kümmert sich um diese Forschungsinitiativen, die ebenfalls zum Zukunftskonzept der Universität gehören. Die Forschungsinitiativen sind tragende Säulen zunächst in unserem Zukunftskonzept. Wir wollen damit neue zukunftsorientierte interdisziplinäre Projekte identifizieren und anfinanzieren. Gerade am Anfang bedarf es Anschubfinanzierung, damit man interdisziplinär arbeiten kann. Eine Kultur der Kreativität zu entwickeln, das ist das Ziel des Zukunftskonzepts.
Und wie es aussieht, ist die Universität Konstanz mit innovativen Forschungsprojekten und exzellenten Nachwuchswissenschaftlern aus aller Welt auf dem besten Weg dorthin.